Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir machen im Panda-Gehege weiter, nachdem wir den letzten Part ja so mega überzogen haben. Gucken wir mal, dass wir den diesmal nicht so mega lang machen. So, liebe Panda-Frau, du bist doch eine Panda-Frau, oder? Ja. Oh, ich wäre gerne wieder in den Bergen. Komm mal hierher, guck mal. Da, zack, Berge. Siehst du? Mir geht's prima. Okay. Dann machen wir das Ganze noch ein wenig hügeliger hier. Und gehen vielleicht auch noch einen Tacken höher. Ich will eigentlich nur nicht zu bergig werden. Weil, wie gesagt, so ein bisschen was hätte ich gerne noch an. Einfach an Stellfläche. Was ist denn? Nix. Sag nicht, hier ist der Boden zu hart oder so. Das muss so. Bitte gib mir einen weicheren Boden. Wie kriegen wir denn hier Kies? Härtegrad 80. Ach, da stehen die Härtegrade. Ah, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ha. 30 bis 50. Na, da gucken wir doch mal. Erde ist 50. Das ist 25. Der Boden ist mir zu weich. Mhm. 60 ist dann in dem Fall zu hart. 20 Härtegrad. Was ist das? Laub. Mhm. 40. Das ist Torf. Torf können wir dann ja für hier nehmen. 60, 90. Okay, dann nehmen wir doch Torf. Nee, das war nicht Torf. Das war Torf, ne? Ja. Nehmen wir für die Berge. Ich denke, das sieht dann ganz nett aus. So, und dann nehmen wir für den Rest, nehmen wir Erde. Und dann müsste der eigentlich jetzt dann zufrieden sein. Eigentlich, ne? So, ich würde jetzt gern etwas schwimmen, mir ist so kalt. Ah ja, okay. Hügel und Schwimmen, ich weiß nicht, ob wir das vereinbart kriegen. Vielleicht hier irgendwo, wenn wir da die Seiten noch ein bisschen anheben. Warte mal. Drehen das Ganze mal. Vielleicht kriegen wir so einen kleinen Bergsee hin. Das Ganze hier so anheben. So. Smoothen. Ein bisschen smoothen. Okay. Das war jetzt... Oh, hier waren irgendwo die Wasserpumpen, ne? Ach, dieses Gescrolle. Da gewöhne ich mich auch nicht dran. Das ist eine große. Ne, wir brauchen nur eine kleine. Dann schauen wir mal. Was die da so draus macht. Na, das ist doch schon ganz nett, so ein Bergsee. Guck mal, lieber Panda. Schau mal. Hallo, da, schwimm. Und kalt ist es ja, 2 Grad, das ist natürlich schon kalt. Mir ist so kalt, aber schwimmen ist jetzt okay, ja? Ich würde da nicht so drinnen stehen. Okay. Ich würde gerne hier noch ein bisschen smoothen. Okay, so. Dann kommt da noch, das war Laub, ne? Ne, Torf, genau, Torf hatten wir hier. Das kommt jetzt da noch mit hin und hier. So, ist dann jetzt alles okay, außer kalt? Scheint erstmal alles okay zu sein. Dann brauchen wir natürlich noch irgendwie Unterstände oder sowas, ne? Das fehlt uns ja noch. Was haben Pandas denn? Gott, wo leben die denn? Wenn überhaupt in Höhlen, ne? Hm. Ich weiß nicht, wo Pandas leben. Oh. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
Was, ob die irgendwie in Höhlen leben oder so. Über Pandas weiß ich nicht wirklich was. Ein Riesendings. Jetzt mal gucken, ob wir hier einen Bambus finden. Wie sieht denn ein Bambus aus? Werden wir schon irgendwie finden. Bambus. Buche. Nee, da ist kein Bambus. Fächer. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo Bambus bei. Wacholder. Birne. Anscheinend nicht. Ah, ich hatte gemeint, ich hätte Bambus hier schon gesehen. Nee. Ach Mann, das ist ja echt schade. Na gut, dann nehmen wir... Was nehmen wir für Bäume? Die hier? Blautanne, Waldkiefer. Ich glaube, die können wir ganz gut aufstellen. Was hat die denn für... Was braucht die für einen Härtegrad? Ja, dann sollte das passen. Der dürfte nur kalt sein. Ach, das war der Baum gar nicht. Okay. Dann können wir eigentlich noch... Waldkiefer hatten wir, genau. Da stellen wir da noch eine hin. Hier dann irgendwas Größeres. Aber da gucken wir jetzt auch erstmal nach dem Härtegrad. 40 bis 70, das haben wir nicht. Was ist das denn? Honig? Irgendwas. Oh. Steinpinie. Linde. Linde finde ich auch gut. Was hat die an Härtegrad? 30 bis 50. Na, die passt doch auch hier rein. Ist der Panda die ganze Zeit im Wasser? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Was haben wir hier? Ach, das war die Waldkiefer, genau. Die Blautanne. 40. Oh, die wollte ich da gar nicht hinpacken. Ist die damit zufrieden? Dann kann die da stehen bleiben. Aber wenn nicht, machen wir die da wieder weg. Nehmen wir die noch und da noch einen hin und da. So, okay. So, wie, was ist da los? Ich würde jetzt gerne etwas schwimmen. Dann schwimm doch hier, guck doch. Wir können das noch ein bisschen absenken, damit das hier größer wird. Weil ich glaube, schwimmen ist da nicht wirklich. Oder es muss tiefer sein, das weiß ich jetzt nicht. Probieren wir. Wir senken hier mal ab. Und senken da auch nochmal weiter ab. So. So, Schwimmen ist jetzt okay? Nein? Ja, Schwimmen ist jetzt okay. Und, oh, ich bin so erschöpft, mir ist so kalt. Ah ja, einmal den Fallen. Gut, okay. Ich würde das Gehege jetzt einfach mal so lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so okay ist. Ich weiß es nicht. Weil ich weiß auch nicht, was wir für Höhlen anbieten könnten. Man könnte ein paar Steine noch platzieren hier. So ein bisschen... aber das war's dann auch schon. Was ist jetzt noch? Och, ganz böse. Mir ist so schrecklich kalt. Okay, vielleicht sollte ich dem dann tatsächlich mal einen Wärmer reinstellen. Wo haben wir denn... Oh, wo haben wir denn die Heizung? Die sind doch hier irgendwo drinne. Das ist, Video. Da ist ein Heizgerät.
So, dann sollte es jetzt wärmer werden. Gut. Dann würde ich da jetzt einfach mal irgendeine Höhle hinpacken. Sowas hier. Ich denke, die ist groß genug. Sowas ist zu klein. Eine Steinhöhle wäre dann ja eigentlich schon fast das Richtige, oder? Geh doch mal weg. Nee, das ist irgendwie doof. Kann man die auch drehen, die Sachen? Machen wir hier einfach meine Steinhöhle oben drauf. So. Was ist denn jetzt? Ach, das Wetter gefällt nicht. Okay. Gut, ich denke, dann ist das Panda-Gehege dann doch jetzt erstmal fertig. Ich würde hier noch ein bisschen was zum... Da, zum Gucken hinstellen, obwohl wir da ja schon in den Turm haben. Und natürlich die Spendenkasse nicht vergessen. So. Okay. Was wollt ihr, Leute? Mehr Dekoration? Gibt doch Dekoration. Aber wir können ja vielleicht noch was ins Panda-Gehege stellen. Eine Panda-Skulptur. Okay, nein. Das wollen wir nicht. Das wollen wir da auch nicht. Hier ist auch eine Bärenskulptur. Die können wir da hinstellen. So. Dann haben wir ein bisschen Dekoration. Gut. Panda geht's gut. Das ist schön. Das freut mich sehr. Hier stehen nur noch so Stümpfe rum. Einen weicheren Boden. Okay, da kümmern wir uns dann demnächst nochmal drum. Dann würde ich jetzt hier nochmal die Mitarbeiter eigentlich hinpacken wollen. Aber wir sollten auch mehr Geld haben. Wie kommen wir denn jetzt an schneller mehr Geld? Eintrittsgelder haben wir eigentlich recht viel. Ja, recht viel, nicht recht wenig eigentlich. Parkbewertung. Dezember haben wir jetzt. Okay. Objekte. Besucher. Ah, hier kann ich die Besucherzahlen einsehen. Okay. Was haben wir denn? November. 63 Besucher. Ja, das ist ja nicht viel. Personal, Tiere, Gebäude, Pflanzen, Gehegeausstattung. Also Besucher, da geht noch was. Aber ich denke auch, dass wir den Preis einfach noch erhöhen können. So. Wahrscheinlich könnten wir den noch weiter erhöhen. Was ist denn hier bei unseren Schweinen? Das haben wir uns jetzt auch schon lange... Wir sind viel zu viele Artgenossen in meiner Nähe. Das sehe ich auch so. So, wir müssen mal Schweine verkaufen hier. Das ist ja schlimm. Da guckt man mal eine Weile nicht. Und schon... sind das hier so viele. Das ist aber letztendlich gut. Wir müssen auch mal nach den Elefanten gucken, ob die Riesenpanda 1 droht zu erfrieren. Warum? Dem geht's doch prima. Ach, das ist wahrscheinlich die letzte. Noch eine letzte Meldung. Jetzt kann man nach den Elefanten gucken, denn auf die Meldung gucke ich immer nicht so. Die habe ich nicht so im Blick. Ob da schon ein Baby jetzt da ist. So, ich denke, das sind jetzt genug Schweine. Und Kaninchen können wir auch nochmal 2, 3 Stück verkaufen. So, gut. Hallo, ihr Elefanten. Oh, Elefantenmist verkaufen gibt es auch ein Geld für. So. Da sieht es immer noch nicht so aus, als wenn da irgendwas zur Welt gekommen wäre. Die sind immer noch trächtig. Was ist das? Ich will mich an etwas kratzen und mir ist so kalt. Kann ich hier auch... wir müssen mal gucken, wenn sich dann die Jahreszeit ändert, wegen den Heizgeräten. Ich würde jetzt hier einfach mal eins reinstellen. Oder auch zwei, so wie es aussieht. Kann ich das ein bisschen erweitern? Ne, vergrößern kann man das nicht.
verkleinern, das geht. So, jetzt mal im Schauen. Ich will mich an etwas kratzen. Lass uns ein Trainingsgerät ausprobieren. Nein, ich will den nicht verkaufen, um Gottes Willen. Trainingsgeräte. Sollt ihr bekommen noch ein bisschen was? Wir haben irgendwo ein Boxding. Trommel. Nehmen wir doch auch eine Trommel, oder? Ich denke, mit einer Trommel können die doch auch trainieren. Eine Glocke? Ne, Glocke finde ich irgendwie doof für Elefanten. Das Boxgerät finde ich ganz nett. Ein Sprungring, genau. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ich würde mich jetzt gerne paaren. Ja, du, deine Mädels sind ja alle schwanger. Jetzt musst du vielleicht mal warten. Ja. Gut. Dann geht's erstmal soweit gut. Da warten wir jetzt mal, was, ja, was dann passiert mit den Jungen, wann die endlich kommen und wir da dann halt mal vielleicht auch was verkaufen können, damit wir an Geld kommen. Bei den Chattys ist jetzt auch nicht so viel an Nachwuchs. Die ist schwanger? Oh, okay. Ah, da auch. Okay, haben wir genug. So, lieber Panda, dir geht's gut. Das ist schön. Jetzt müssen wir sparen auf den Artgenossen, denn ansonsten gibt es ja so überhaupt gar keinen Nachwuchs. Und auf den Dings sollten wir sparen, eben auf den Forscher. Den möchte ich schon ganz gerne haben. So. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, hier eventuell... Ach nee, da haben wir ja da die Stände. Ob es sich lohnt, noch mehr Stände aufzustellen, eventuell hier. Denn letztendlich haben wir mit denen schon ganz schön viele Einnahmen. Das sind eigentlich unsere höchsten Einnahmen. Tierverkäufe... Warum habe ich eigentlich September, August, Juli? Nein, ich will doch... Ach, da. Da, Tierverkäufe. 13.000 haben wir jetzt eingenommen durch Tierverkäufe. Das ist schon viel. Und Stände 17.000. Ich würde jetzt einfach nochmal ein paar Stände machen. Und eventuell mein Marketing ein bisschen was stoppen. Die kleinen Sachen stoppen, das scheint nichts zu bringen, die alle laufen zu haben. Abbrechen. Das scheint sich nicht groß auszuwirken. Wir lassen jetzt mal nur die Fernsehwerbung laufen. Und ja, dann würde ich mich einfach nochmal um ein paar Stände kümmern. Vielleicht hier und da mal ein paar Stände noch hinstellen, dass die Leute einfach ihr Geld ausgeben können, so wie sie das ja auch wollen. Und ich hoffe, dass uns das dann relativ schnell viele Einnahmen bringt. Okay, dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten schauen wir dann weiter. Also, bis denn. Ciao, ciao.